Hey meine Lieben und willkommen zurück zum dritten und sogar jetzt zum letzten Part von den Angespielten von der Castillo Protokoll. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und nochmal zur Erinnerung, ihr entscheidet, ob das ein Let's Play wird oder ein Live-Let's Play. Wie gesagt, wenn unter dem Video nichts zu lesen ist davon, wird es bei einem angespielten Loop losbleiben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den richtigen Weg gehe oder nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, da gibt es noch was zu entdecken. Da klettert nicht was auf dem Tisch da. Das ist ein Grip. Achso, zum Aufladen von den Grip. Der Grip lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer Energy Grip Batterie schnell aufgeladen werden. Wenn du ein Grip die Energie ausgeht, während du einen Gegner oder ein Objekt hältst, wird er es fallen gelassen. Der Grip verbraucht, falls verfügbar, automatisch eine Batterie aus dem Inventar, um die blaue GRP-Energieleiste aus dem Nacken von Jacob aufzufüllen. GRP-Batterien können auch manuell im Inventarbildschirm verwendet werden. Grip-Batterien können aufgehoben und im Beutekissen gefunden und von Gegnern fallen gelassen werden, ja. Ich hoffe mal, ich muss den Clip jetzt nicht nochmal einsetzen, nur weil jetzt da eine Batterie ist. Inventar voll. Okay. Ah, da ist wieder so ein Ding zum Craften. Oh, hier ist auch was zum Looten. Munition. Wieder Callisto Credits. Wieder Munition. Herrlich. Und ich muss aber sagen, das Ding hier, diesen Apparello da, der sieht aus wie das Waffenwerkbank von Dead Space 3. Oder so in der Richtung, habe ich nicht auch schon was gesehen. So. Ich würde das mal gern verkaufen. Dann möchte ich kaufen. Mehr Munitionskapazität ist natürlich klar. Dass wir ein bisschen mehr Munition haben, ist ja logisch. Schaden will ich auch gleich haben. Oder? Was ist das hier? Mega klein. Erhöht die maximale Kapazität nach Nachrüsten der Energiewechseln. Erhöht die Schleuderkraft durch Entfernung von Sicherheitskeilen. Erhöht die Grip-Aufladrate durch zusätzliche Kühlkörper. Kurz gucken, wie viel kostet das hier? 600. Puh. Ich möchte mehr Schaden. Das können wir uns eh nichts mehr leisten. Yo, schaut euch das da vorne mal an. Aha. Wollen wir mal nachladen, wie viel Munition haben wir jetzt drin? 10 Schuss. 10 Schuss. Da ist noch mehr Schuss. Ach komm, lass mich mal durch. Ich bin Jacob Lee, verwandt mit Bruce Lee. Eigentlich nicht, aber ihr wisst schon. Sonst ist hier nichts mehr Großartiges, glaube ich. Ja, ich sag das jetzt immer noch inventarvoll. Ah, da ist noch ein Injektor.
Gut, haben wir Platz gemacht für einen Gesundheitsinjektor. Und Jacob schwitzt wie ein Rüsseltier. Warum auch immer. Da muss es wahrscheinlich in dem Gefängnis muss es ziemlich warm sein. Das ist die Frage, welche Tür nehme ich? Okay, von da komme ich her. Dann gehen wir mal da durch. Ich habe gar nicht mal nachgeschaut, ob man auch seine Energie weiter auffüllen kann. Egal. Wieder oder? Oh, hier ist eine Schlachtbank. Der Kai. Oh Gott. Jetzt eindeutig eine haben die. Ach, das haben die Sträflinge gemacht. Das waren. Nicht mal mit. Arme Sau. Der Wert hat eigentlich nur seinen Job gemacht. Aber gut, wenn man bedenkt, wenn man halt wirklich bedenkt, wie asozial wir hier eingesperrt wurden und so weiter, dann könnt ihr euch schon vorstellen, was happening ist. Der sieht kaputt aus. Geh rein, ich kann ihn von hier aus steuern. Bist du dir sicher? Ich lass dich langsam und sachte runter. Bremst den Scheiß aus! Ich will über. Autsch, das hat bestimmt weh getan. Jacob, hörst du noch? Ja, gerade so. Ich muss herausfinden, was mit dem System nicht stimmt. Starte da unten die Stromversorgung neu und geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Noch ein Aufzug. Kann's kaum erwarten. Ja, ich auch. und jetzt sind schon wieder solche Eier. Kannst du mal hochgehen? Wow! Was bist du denn? Wieder. Oh Gott, ich wollte doch keinen Knutschfleck haben hier. Da oben, oder? Ja. Der hockt da. Dass ich jetzt befreien können, oder was? Habe ich ihn mal gekriegt mit Krip, den Entschuldigung, ich darf zu dem Viech hoffentlich Bastard sagen. Es ist ein Bastard. Entschuldigung. So sieht kein normaler Mensch aus. Und das ist ja auch kein Mensch mehr. Das war ein Mensch, aber ist kein Mensch mehr. Ihr versteht? Ich könnte jetzt da hoch und ich könnte da hoch.
Okay, ich habe einfach mal reflexartig darauf geschossen, weil ich ganz genau gemerkt habe, oh, das ist wieder so ein Viech, das ich an mich ranschmeißen wollen könnte. Also alles, was ausschaut wie so ein Rüssel, wie ein komischer Rüssel, sofort abknallen. Aber ich muss sagen, das hat mich jetzt wieder trotzdem an Dead Space erinnert, an diese Skorpion-Säbelzahn-Necromorphs, also die vorne so lange Zähne haben und hinten so ein Säbelschwanz. Also der Kopf jedenfalls davon. Na! Gut, das hat uns wieder Gesundheit gegeben, das Viechchen. Dankeschön. Da ich jetzt weiß, wie die Viecher ausschauen, schieße ich sofort immer drauf. Moment, kurz mal speichern. Nein, nicht neuer. Wo ist er denn? Warum geht denn der so weit nach unten, der Speicher? Okay, das hier sieht nach einer Falle aus. Ich gehe da nicht lang. Oh, ich hätte die Dinger auch durchschmeißen können. Jetzt, wo ich das weiß. Nein, kann ich noch so eine Leiche nochmal grippen? Gucken, wo ist der Typ? Guck mal her. Ah, ich habe keine Energie mehr bei meinem Krypting, oder was? Okay, wenn die tot sind, dann kann ich sie nicht mehr packen. Okay, das sind keine Feinde, aber wo muss ich denn jetzt lang? Dahinter kann ich ja nicht, oder? Da liegt denn die Sache machen hier. Ich schon mal, ob ich da weiter lang kann. Weil ich jetzt weiß, dass das ja keine Falle ist. Der Kai. Was haben wir hier drin? Ah, wieder Revolvermuni. Jawohl. Kann ich ja gleich mal nachladen. Aber wo muss ich denn lang? Ich glaube schon, dass ich da lang muss. Wow. Der Kai. 104 geben diese Infizierungsviecher. Okay. Gesundheit finde ich supi.
Aber die machen einen mehr Angst als die Necromorphs aus Dead Space. Definitiv. Immer sind sie nicht so intelligent und stellen sich tot. Okay, das sieht aus wie ein Arena-Kampf. Und das ist so eine. Das sieht so aus, als würde es in die Luft gehen. Ja, ich gehe mal so lang. Ich habe Angst, dass das Ding da runterkracht und mich zerquetscht. Okay, Torsicherung. Oh, da wäre Loot. Schaut euch das an. Aber wie komme ich da hin? Ich nicht da hochlatschen. Nee. Das ist gemein. Da ist Loot und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich wette, das Ding geht in die Luft, wenn man drauf schießt. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Enden für das auch für den Strom gilt. Nein. Schade, ich wäre so gerne da reingegangen. Komm, da muss es doch irgendwie einen Schleichweg geben. Erzähl mir doch nichts. Muss es doch irgendwie einen Trick dahinter geben. Aber irgendwie muss ja da reinkommen können. Er will auch nicht hochklettern. Ah, da ist ein Lüftungsschacht. Warte mal. Ich schau mal, ob es da hinten irgendwo noch mal entlang geht. Ich will da noch mal hoch. Ob da irgendwie entlang geht. Okay. Irgendwie geht's da noch rein. Okay. Ich muss nur mal zurück. Weil da will ich rein. Weil man kann ja Gott sei Dank die Türsteuerung noch mal raushebeln. Wieso kann er jetzt eigentlich nicht mehr rennen? Aber ist wahrscheinlich zu hoch, oder? Oh Gott, ist das ein Umweg. Okay. Also nochmal den Weg da runter und so. Ich hoffe mal, die kommen nicht auf die Schnapsidee jetzt zu sagen, hey, lass mal einfach wieder neue Gegner spawnen und immer wieder. Again wieder. Da bin ich hoch, das weiß ich. Moment. Wir müssen nur mal die Sicherung rausreißen. Das will ich schon haben, was da drin ist im Raum.
Speicher und hoffe, ich hoffe mal inständig, dass unser Inventar nicht voll ist. Aha. Was? Energieumwandler. Sonst ist hier nichts drin, oder? Was bist du? Stankflinten. Ein Bauplan für eine... Na toll, Inventar ist voll. Dann nehme ich halt kurz mal in den Injektor, wenn es geht. Aber den Bauplan nehme ich mit. Ich habe so gesagt, es gibt in jedem solchen so ein Spiel eine Schrotflinte. Und ich liebe Schrotflinten in solchen Spielen, weil die sehr viel Schaden machen. Prost. Gute Sache. Ja, auch mit diesen komischen Tönen. Der Fummel. Und jetzt die Sicherung wieder rausreißen. Hat sich also schon mal gelohnt, dass ich dahinter zu schauen. Stellt euch mal vor, ich wäre einfach weitergegangen. Das wäre dann ein fatal. Und wir machen es auch so, ich würde jetzt nicht einfach wieder von vorne anfangen, sondern wenn die Folge draußen ist und ihr habt entschieden daraus, dass es daraus ein Live-Let's Play wird, dann wird es einfach hier weitergeführt. Habe ich beschlossen. Na komm, also der hat ja nicht sehr viel Ausdauer, der Jacob. Naja, er ist Pilot, er muss ja nur fliegen eigentlich. Und wieder im Fahrstuhl, diesmal innen drin. Das Ding ist echt verdammt groß. Ich glaube nicht. Das sieht auch aus wie Ishimura, Albert. Oder? USS Ishimura. Kannst du mich hören? So ein starkes Ding. Die Su A5782. Alles klar. Ich glaube, mit unserem Freund Elias ist es zu Ende gegangen. Oder der erschreckt uns jetzt da einfach aus, just for fun. Da ist er. Und sorry für die Funkstille, ja? Hier war totales Chaos. Mister kam irgendwie rein und hab alles zerlegt. Können wir die Schuhe? Ja, aber wir haben nur Notstrom. Also muss ich das manuell steuern. Keine Sorge, ich bring dich da schon hin. Ich aktiviere die Gondel, die bringt dich rüber. Okay. Ich schaue mich trotzdem noch mal kurz hier um. So, meine Lieben, ich würde aber mal sagen, ich mache den Part jetzt hier ein bisschen kürzer. Weil das für mich eine gute Stelle ist, finde ich. Also, wie gesagt,
Wenn ihr bisher geschaut habt, herzliches Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat und ihr bei mir bleiben wollt, falls ihr neu seid, dann lasst mir doch ein Abo da. Denkt daran, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Games kommen immer spontan. An irgendeinem Tag wahrscheinlich, wo auch ein anderes Video auftaucht, ihr wisst Bescheid. Und ihr entscheidet, ob das Ganze hier, also der Castillo Protocol, ob das jetzt ein Let's Play werden soll oder ein Live-Let's Play. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, ein Daumen nach oben wäre natürlich super. Und dann sage ich mal, bis demnächst.